Bei der QI-Methode handelt es sich um eine Möglichkeit, Transformation zu erleben. Hier gelingt es Ihnen, wieder zur Ruhe zu kommen, neue Kraft zu schöpfen und dann mit neuer Energie in den Alltag zu starten. Unsere Teilnehmer erzählen von einer Leichtigkeit, geradezu einer Schwerelosigkeit, die sie erleben. Mein ganzer Körper zittert und vibriert. Und eben der freie Fall. Das war schon ein tolles Gefühl. Da hätte ich niemals dran geglaubt. In allen Kulturen ist es bekannt, dass wir Menschen über eine Art Lebensenergie verfügen, die in der Lage ist, unsere Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Und genau damit beschäftigen wir uns bei QI, den Menschen zu zeigen, wie sie wieder selber in die Heilung kommen können. Jeder Mensch empfindet eine Anwendung mit QI völlig anders. Der eine berichtet von einem Kribbeln, von einem Wärmegefühl oder einfach von einer tiefen Zufriedenheit, die ihn plötzlich erfüllt. Andere wiederum fallen sogar um, verlieren völlig das Gleichgewicht und erleben ein Gefühl der Schwerelosigkeit. Wir hatten auch schon einige Skeptiker bei uns im Kurs. Ich denke, bei mir funktioniert das aber sowieso nicht, aber lass uns mal auschecken. Und die sind dann immer gerade besonders geflasht, wenn sie eine Energiewelle bekommen und es sie geradezu aus den Latschen haut. Als ich das erste Mal eine Welle bekam, spürte ich sofort eine Leichtigkeit, die war unbeschreiblich. Ein Glücksgefühl, das muss man einfach erlebt haben. Ich hatte keine Erwartungen vor dem Seminar, aber jetzt fühle ich mich sehr, sehr leicht und hochkonzentriert. Faszinierend war, dass man die QI-Methode innerhalb von einem Tag erlernen kann. So konnte ich direkt danach loslegen und sie bei mir und anderen anwenden. Besonders gut fand ich die Mischung zwischen Theorie und Praxis. Der Tag war einfach bombastisch. Für mich war es ein ganz spannendes, ganz schönes Erlebnis heute. Ich habe viele Emotionen gespürt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh. Für mich war es ganz ein spannendes Erlebnis, vor allem auch zu spüren, diese Wärme, die plötzlich eingeschossen ist. Ich habe richtig geschwitzt. Ich muss zugeben, ich war ein bisschen skeptisch, aber jetzt hat es mich auch umgelegt. Ich fühle mich gut. Ich weiß nicht, was passiert und wie, aber es ist toll. Und dann so als gestandener Mann plötzlich umzufallen, ist ein seltsames, aber nachher ein ganz großes Glücksgefühl. Das Schönste an QI ist, dass es jeder erlernen kann, ohne ein Therapeut sein zu müssen. Auch Kinder können das. Wenn Menschen in Kontakt mit diesen Energiewellen kommen, erleben sie, dass stagnierende Energien wieder in Bewegung kommen und praktisch alle Themen, ob es jetzt körperliche, seelische oder geistige waren, sich völlig auflösen. Ich bin total erleichtert, Wahnsinn, echt! Es ist einfach so ein tolles Gefühl zu sehen, wie die Menschen sich in unseren Seminaren entfalten. Ja, es ist unglaublich. Also, die Schmerzen sind weg. Ich könnte nicht sagen, dass ich noch irgendwas spüre. Auch selbst beim Zupacken jetzt keine Schmerzen mehr. Ich bin einfach so umgefallen. Ich auch, total abgefahren. Hier kann man schön sehen, dass jeder Mensch anders reagiert. Der Nächste kann gerne schon nach vorne kommen. So, kommst du bitte hier hin? Da ist er dann doch noch umgefallen. Es ist aber kein Muss, weil eine Transformation funktioniert genauso im Stehen. Wenn wir den Verstand ausschalten und die Grenzen, die wir uns selber setzen, ausheben, stell dir vor, was kann dann möglich sein?